Servus zusammen. Ja, es kommt ein neues Gerücht gerade rein. Florian Niederlechner, ja, wir kennen ja die Vertragssituation. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Er hat einfach eine gute Hinrunde gespielt. Gerade zum Endspurt der Hinserie hat er einige Tore gemacht, hat seine Torriecher wieder gefunden, seine Effektivität. Und da kommen jetzt langsam jetzt schon auch natürlich die Gerüchte rein. Ja. Was ich jetzt vornherein schon mal sage, Hertha BSC hat angeblich Interesse. Aber ich kann hier soweit schon mal an alle Herthaner sagen, bei uns auf der Mitgliederversammlung wurde gesagt, dass wir zum Winter keinen Leistungsträger abgeben werden. Niederlechner ist ein Leistungsträger gewesen in der Hinrunde und enorm wichtig und absoluter Stammspieler auch dann, wo wir das System umgestellt haben. Gestern beim Testspiel hat er auch wieder ein Tor vorbereiten können auf Petkov zum 2-0 gegen Zürich. Sprich, er ist eigentlich in den Planungen von Enno Maaßen total integriert. Die Vertragssituation ist natürlich enorm spannend jetzt für andere Clubs, die nach Stürmern suchen. Der FC Köln hat schon ein bisschen die Nase ausgestreckt. Das war aber mehr ein Fangerücht, dass das so ein Wunschspieler von den Kölnern wäre, vorne im Zentrum. Jetzt mischt sich die Hertha ein, die auch vorne im Sturm so nach einer Lösung sucht. Noch ganz zufrieden sind sie mit ihrem neuen Transfer. Kanga heißt der, glaube ich. Nicht, ne? Der hat nicht so wirklich die Torausbeute, die sie sich erwünscht haben, wo sie ihn gekauft haben. Und jetzt kommt hier ein Gerücht rein, dass die Hertha Interesse hat. Ja, Berliner Gocke schreibt hier ein Instagram-Profil, gerne mal reingucken. Da ist jetzt die Hertha-Fahne hier ein bisschen im Weg. Im Transfermarktforum bestätigte eine sichere Quelle, nicht gefunden von mir, dass Florian Niederlechner zu Hertha wechseln wird. Abwarten. Und das ist jetzt so eine Sache. Ist es die Frage, sichere Quelle? Ich kann das, wie gesagt, nicht bestätigen. Kann auch sein, dass das eine Sache zum Sommer ist, dass er dann ablösefrei da sich natürlich schon auch Gedanken macht um seine Zukunft. Wir wissen nicht, was da schon gesprochen wird intern. Ob man mit dem Flo verlängern will. Ich weiß noch, bei unserer Umfrage war der Tenor schon so, dass der Großteil sagt, mit Flo auf jeden Fall verlängern. Ihr wisst es ja auch, er ist einer meiner Lieblingsspieler, ein super Charakter, glaube ich, auch sehr wichtig in der Kabine. Also nicht glaube ich, ich weiß, dass er ein super Typ ist. Und das wäre schon ein herber Verlust. Ich kann mir aber, wie gesagt, nicht vorstellen, dass es im Winter passiert, weil das Zitat steht, aber wir wissen auch immer, wie schnell es im Fußball gehen kann. Es wird kein Leistungsträger abgegeben im Winter. Ob das dann eine Sache ist, dass er einen Vorvertrag mit der Hertha macht, wäre natürlich ultra bitter, weil dann hätte man wieder einen Spieler, der einen großen Wert hat für uns, ablösefrei abgegeben, was auch schon wehtut. Ne? Es ist immer so ein Abwägen, man braucht ihn jetzt in der Rückrunde, aber im Sommer ablösefrei ziehen lassen ist auch hart. Ne? Wenn es nach mir geht, würde ich beim Flo eh gucken, dass er noch ein bisschen dranhängt bei uns. Aber muss halt irgendwann auch in die Zukunft blicken. Die ganzen alteingesonnenen André Hahn, Kaljuri, Gikiewicz, wo jetzt die Verträge so ein bisschen auslaufen. Und Niederlechner sind auch nicht mehr die Jüngsten, aber natürlich auch unfassbar wichtig für unseren Verein und für die Identität, finde ich. Und beim Flo, ich würde den einfach gern behalten. Ne? Es ist einfach mein Stand. Kriegt da einfach nicht das raus, dass ich ihn nicht in einem anderen Trikot sehen will. Vor allem nicht in der Bundesliga. Es wird mir irgendwie richtig wehtun, wenn ich das so sagen kann. Er hat in diesem Jahr 16 Spiele, 5 Tore, 2 Assists gemacht. Das sind 7 Scorerpunkte in 16 Spielen. Das ist gut. Gerade, wie gesagt, zum Ende des Jahres hat er richtig aufgeblüht. Für die Hertha wäre das schon ein guter Transfer. Na, er wäre da wahrscheinlich auch gesetzt vorne, wenn ich so angucke, wie schwer sie sich da tun. Jovetic halt auch oft verletzt. Kanga habe ich auch ein paar Mal gesehen, hat mich so nicht wirklich überzeugt. Ein richtiger Bulle, aber so macht mehr die Bälle fest, als dass er Tore macht. Ist ein bisschen wenig und die wollen da jetzt auf jeden Fall auch nachlegen. Also es wird nicht ruhiger werden um die Personalien Niederlechner, weil der Vertrag ausläuft und er einfach eine super Leistung gezeigt hat jetzt in der Hinrunde. Es werden bestimmt noch einige Teams anklopfen. Ja, das bleibt jetzt wirklich mit Spannung zu beobachten. Jetzt gehen so langsam auch wieder Gerüchte rein.
Und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ja, Niederlechner stärken für mich so einfach seine Charakterstärke. Mittlerweile schon ein Leader, der, glaube ich, auch in der Mannschaft sehr angesehen ist. Auch auf dem Platz sich nicht versteckt. Flexibler Stürmer, der bei uns ja auch manchmal als Zehner sehr hängend spielen kann. Du kannst den wirklich so um die Box rum eigentlich überall aufstellen. Der bringt dir auf jeden Fall was, hat seinen Torriecher langsam jetzt auch wieder. Ja, er kommt auch immer zu Chancen. Er ist, glaube ich, so der Stürmer, der am meisten Torchancen auch hat von uns, weil er immer weiß, wo er stehen zu hat und dann einfach den Abstauber macht oder den zweiten Ball dann kriegt. Er kommt zu Chancen. Am Anfang der Saison sah es unglücklich aus, da hat das Tor immer nicht getroffen, jetzt trifft er es wieder. Und wie gesagt, auch gegen Zürich jetzt wieder mit einem Assist. Mein Stand ist, Leute, er wird uns im Winter auf jeden Fall nicht verlassen. Die sichere Quelle, die der Kollege hier genannt hat, sagt aber, er wird zu Hertha wohl wechseln. Wenn sowas in der Richtung passiert, sage ich, ist das eher eine Sache für den Sommer dann schon, dass Niederlechner einen Vorvertrag macht und es fix macht. Wäre für uns sehr schmerzlich, weil wieder keine Ablöse. Na, wir wollten ja da ein bisschen auch warten, viele, aber man hat halt nicht ewig Zeit, weil ein Sportler auch planen will, Familiensicherheit haben will. Keine Ahnung, Berlin ist auch eine Stadt, wo man im Alter auch dann noch andere Perspektiven vielleicht hat als in Augsburg. Na, vielleicht lockt das dann Niederlechner mit seiner Familie auch, was nicht zu verübeln wäre. Wir werden sehen. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Und ich halte euch wie immer auf den Laufenden. Euer Dennis und ciao.